Hey Leute, heute zeige ich euch ein Video vom Monster Spawn Event am letzten Wochenende. Ich glaube, das war Samstag oder Sonntag. Jedenfalls wurde, ich glaube, es war vorher nicht angekündigt, kurz im Chat bekannt gegeben, dass bald Monster im Ox Quiz, oh sorry, Ox Quiz Feld erscheinen werden. Und wir, also die Spieler, sie bekämpfen müssen. Ja, die Events haben also die, ach Quatsch, die GMs haben also die Monsterchen da spawnen lassen. Manche von denen haben echt viel Schaden gemacht. Natürlich haben sie sich in gewisser Weise auch immer gesteigert. Am Anfang waren es noch liebe, nette Schildis und was da später so alles vorbeikam. Da seht ihr auch, wie es Schleime sind. Ja, seht ihr da, oh, seht ihr dann auch noch. Ich bin da gerade mit meinem Cleri. Als Cleri konnte ich da leider nicht so viel mithelfen, außer halt ab und zu mal Leute resen. Wobei da gegen Ende echt viele down gegangen sind. Oh, hier, falls Limp gerade zuschaut, der Pinky Spawn. Oh nein, die armen Pinkies. Oh, ja. Ja. Ansonsten. Am Ende werdet ihr auch sehen, dass die ganze Sache nicht nur just for fun war, sondern man konnte auch, also es wurden Kisten gespawnt und in denen gab es ganz, ganz tolle Items. Hauptsächlich, ach ja, das seht ihr dann noch. Ja, Events finde ich immer echt nett. Auch wenn ich die meisten, vor allem die unangekündigten, sehr häufig verpasse. Aber ja, die Leute machen das schon gut da. Ja. Da seht ihr gerade, wie irgendwelche Riesenjoker da irgendwie da rumlaufen und ja, die Spieler terrorisieren. Zu Projekten in nächster Zeit könnte ich ja auch mal wieder was sagen. Ich habe viel vor, Leute. Sehr viel. Ach ja, dieses Rettet die Ente-Video muss ich auch noch machen. Ah. Da seid ihr bestimmt schon gespannt drauf. Naja, dazu später mehr. Ansonsten werde ich mein Elgar Let's Play Video natürlich weitermachen. Wenn Justin das entsprechende Level, in dem Fall Level 70, erreicht hat, gibt es auch mal wieder ein schönes Farm-Video. Und zwar vom Ork-König im Land der Herausforderungen. Ansonsten, ja, PvP-Videos sind ja Standard eigentlich. So. Oh, jetzt habe ich gar nicht Rudolf den Drachen erwähnt. Das war nämlich irgendwie dieser Boss sozusagen, der gespawnt wurde. Der hatte richtig viel Leben und ist extrem langsam down gegangen. So, da sind wir nämlich schon beim Kistenspawn. Wie schon erwähnt, dort sind Sachen drin wie. Oh Mann, sorry. Absteine. Diese komischen Verstärkungsdinger wie Schutz und Furor und so und Bosswaffen. Ich hatte leider keine wirklich besonders gute Ausbeute. Die einzigen guten Items, die ich bekommen habe, zeige ich dann euch auch gleich noch. Ich müsste mal mein 50er Blue Shield plus 10 haben. Sieht bestimmt viel geiler aus, oder? Was meint ihr? Das wäre schon echt edel, oder? Auf jeden Fall. Wie fandet ihr eigentlich das 50 plus 10 Boss-Zepter, was ich in meinem Intro-Video gezeigt habe? Das habe ich nämlich zu einem wirklich guten Preis gekauft, muss man sagen. Ich meine, schaut euch einfach mal die Stats an, ja. Ich habe, also das ist das Beste, was ich bisher so, ja, auf Teva gesehen habe. Ja, das Event hat insgesamt 30 Minuten gedauert. Das war mir aber zu langatmig, das alles aufzunehmen, weshalb ich den Großteil eigentlich. Ja, weggemacht habe. Aber ihr interessiert euch sicherlich auch hauptsächlich nur für die Belohnungskisten und da habt ihr auch gesehen, was da alles so Schönes ja, drin sein kann. Ah, ich muss noch kurz was sagen. Es ist ja schön, also ziemlich viele Leute schreiben mich ja auch in-game an. Ist ja schön, könnt ihr gerne machen, finde ich super, aber es wäre schön, wenn ihr euch wenigstens kurz ein bisschen vorstellt oder so. Weil gestern zum Beispiel wieder hat mir irgendwie. Wenn mir jemand, den ich nicht kenne, ja, sowas wie schreibt. Yo!
Spielst du wieder? Ich spiel wieder. Dann weiß ich einfach nichts damit anzufangen und sowas. Könnt ihr wissen, ignoriere ich eigentlich in 100% der Fälle. Also, falls ihr mich mal anschreiben möchtet, dann stellt euch wenigstens bitte kurz vor oder so. Das wäre echt super nett. Ansonsten, wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ja, macht's gut, Leute.